Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, Deutschland im Juli, alles ist grün. Erfrischendes Wasser für all die, die mal baden gehen wollen. Ja, hier eine Meldung aus den USA. Ein Passant hat einen Amokläufer erschossen, nachdem dieser drei Menschen getötet und weitere schwer verletzt hat. Die Mainstream-Medien sagen, es könnte ein Held sein, setzen die Sache aber in Anführungsstrichen. Warum? Ja, er ist selber jemand, der eine Waffe dabei hat und das gilt ja in Deutschland als No-Go. Wir gehen davon aus, dass dieser Held mit seiner Tat weitere Todesopfer verhindert hat. In unserem Land gelten ja andere Menschen als Helden, diejenigen, die sich mindestens viermal geimpft haben. Und dazu gehört höchstwahrscheinlich auch diese Dame, denn sie hat eine öffentliche Position und da kommt man ja nicht zu Rande, ohne die nötigen Impfungen zu haben. Und wieder mal ist eine dieser vorbildlichen, heldenhaften Personen an Corona erkrankt. Sie hat gesagt, sie kann kaum im Studio stehen und sie ist ihr 15-jähriges Dienstjubiläum ins Wasser gefallen. Einer derjenigen, die ihr gute Besserung gewünscht haben, war unser Bundesgesundheitsminister Karl Wilhelm. Und auch wir drücken ihr die Daumen, dass sie bald wieder an Deck ist. Ob diese feminine Schönheit in unserem Land als Heldin gilt, wissen wir nicht, aber sie ist auf jeden Fall eine, die sich ständig zu Wort meldet und so fordert sie nun eine Ukraine-Konferenz. Ja, und wir haben gedacht, ja, das ist ja sehr schön, dann gibt es ja vielleicht bald Frieden dort, aber nein, diese Dame verfechtet die Theorie, dass wir mehr Waffen liefern müssen und so fordert sie keine internationale Friedenskonferenz für die Ukraine, sondern eine nationale Waffenlieferungskonferenz. Auch das scheint in unserem Land absolut als vorbildlich zu gelten. Nun zum Hauptthema. Fracking-Gas galt unter all denen, die einen Klimawandel, einen menschengemachten Klimawandel verhindern wollen, bei all denen, die sich sehr für den Umweltschutz einsetzen, als eins der teuflischsten Dinge überhaupt, die die Menschen machen können. Und jetzt, da das Gas knapp wird, kommt plötzlich ein Sinneswandel, eine Änderung der Expertenmeinungen. Eine völlig unglaubwürdige Kehrtwendung um 180 Grad. Plötzlich ist die Studienlage unklar. Da können wir nur fragen, wie sind unsere Experten eigentlich ausgebildet? Was macht unsere Experten eigentlich zu Experten? Und unsere Politiker müssen sich fragen lassen, ob nicht auch auf anderen Gebieten zu anderen Themen die Studienlage unklar sein könnte, so wie es viele Wissenschaftler behaupten. Leute, in diesem Sinne, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vieles kommt mit der Zeit ans Tageslicht. Wir müssen nur weiterhin hinausgehen, unsere Meinung sagen, am Ball bleiben, geht zu Spaziergängen, geht zu Demonstrationen, redet mit den Menschen. Leute, bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wie immer, guten oder schlechten Kommentar. Und bitte abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Denkt dran, die Welt ist schön, Deutschland ist schön. Wenn wir gelassen bleiben und am Ball bleiben, dann wird sich alles zum Guten wenden. Wir sind überzeugt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.